Ich grüße euch, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zur fünften und letzten Episode hier auf der Seite robotspaceindustries.com. So, wir haben uns ja in der ersten Folge einen Überblick von diesem Ganzen hier verschafft. Ja, hier oben Games, Apps, Play Store ganz kurz rein. Hier, zack, 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 ja, haben wir uns alles angeguckt. In der zweiten Episode haben wir uns dann hier unter Development die Issue Council angeguckt. Das heißt, was müsst ihr machen, um Bug Reports zu schreiben? Worauf müsst ihr achten? Warum ist das wichtig? Ja, das haben wir uns in der zweiten Episode angeguckt. In der dritten Episode ging es dann um den Pledge Store. Und zwar, wo erkenne ich, welche Schiffe gerade kaufbar sind, welche nicht? Wie sind die Stats der Schiffe zu lesen? All das, alles um Schiffe und kaufen und leihen und spenden und überhaupt, ja. Und in der dritten Episode haben wir uns die... Das haben wir uns angeguckt. Ach nee, das war die dritte Episode, ja, Pledge Store. In der vierten Episode haben wir uns die Telemetry angeguckt. Das heißt, wo muss ich darauf achten, wenn ich erkennen will, ob mein Rechner, sage ich mal, gut für Star Citizen ist oder ob mir was fehlt. Warum ist meine Performance so schlecht? Warum läuft das nicht so gut? Ja, wo kann ich das erkennen? Wie kann ich das rausfinden? Das ist alles hier unter dem Bereich Telemetry zu finden. Und wir haben uns noch die Roadmap angeguckt. Ja, habe ich ein bisschen was über die Roadmap erzählt, wie er Aktualisierungen erkennt und wie diese Roadmap so ein bisschen zu verstehen ist. Ja, das ist natürlich alles so meine Erfahrung, die ich euch weitergebe. Ja, das will ich an der Stelle mal sagen. Natürlich gibt es Leute, die kennen sich da viel besser mit aus, die haben viel mehr Hintergrundwissen. Aber ich bin jetzt nun auch schon seit ein paar Monaten dabei und so ein bisschen Erfahrung habe ich auch gemacht und die möchte ich euch ja gerne weitervermitteln. Ja, das ist nicht falsch, was ich euch sage, aber es kann auch sein, dass es halt noch was fehlt. Aber ich denke mal, trotzdem für den einen oder anderen ist das bestimmt ganz interessant. So, und heute wollen wir uns mal dem Thema Community widmen. Und zwar zwei ganz bestimmten Themen. Einmal der Organisationen und das Spektrum. So, wir fangen mal mit den Organisationen an. Organisationen sind so alt wie fast der PC, sage ich mal. Ja, die nennen sich manchmal Organisationen, manchmal heißen sie auch Clans oder... hier Gilden, ja, das fing damals so an, als die ersten LAN-Partys losgingen, ja, ihr wisst schon, wo man noch seinen fetten Rechner zum Kumpel geschleppt hat, ja, und dann kamen noch drei andere Kumpels, dann hat man Kabel verlegt und dann konnte man so die ersten Spiele zusammen so spielen und in der Zeit haben sich so die ersten Orgas gebildet, ja, und letztendlich heißt das so viel wie Spieler mit den gleichen Interessen kommen zusammen und spielen, ja. Und das hat sich bis heute extrem ausgebaut, dass es da wirklich Hintergrundgeschichten gibt, Logos, die auch auf die Klamotten, auf die Schiffe in dem Fall irgendwann raufkommen können. Ja, so sind so richtige Ingame-Organisationen. Das ist schon ziemlich fett. So, und die möchte ich euch hier heute mal in Star Citizen zeigen. Die gibt es hier nämlich schon, ja? So, wir sind also jetzt gerade auf Organizations gegangen, kommen dann hier hin. Und dann haben wir hier erstmal einen kleinen Overview. Und zwar sehen wir hier auf der linken Seite die neuesten Organisationen, die hier ins Verse gekommen sind. Ja, hier zum Beispiel, die haben noch gar kein Logo. Ja, das ist schon eins. Ich zeige euch gleich, warum ich das erkenne, dass das noch kein Logo ist. Und dann haben wir auf der rechten Seite haben wir die meist aktiven Organisationen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, woran man das erkennt, dass die jetzt aktiv sind. Vielleicht, weil die Spieler, die in dieser Organisation sind, am meisten spielen, ja, vielleicht, so, weil Orga-Content gibt es momentan noch nicht in Star Citizen, das kommt aber dieses Jahr auf jeden Fall rein, ja, das haben sie versprochen, dass so ein bisschen Orga-Zeug reinkommt, ja, dass man halt mal was zusammen machen kann. Momentan ist es ja noch so, dass es ganz wenige Missionen gibt, wo man zu zweit, zu dritt, zu viert die antreten kann und beide haben was davon, ja, oder mehr, also dass man sich das Geld dann irgendwie teilt oder so. Aber wie gesagt, Orga-Kram, das geht noch weit darüber hinaus, ja, das sind noch andere Sachen, das sind nicht nur Missionen, die man zusammen macht, ne. So, und dann haben wir hier noch die größten Organisationen, ja, das ist die größte Organisation überhaupt momentan im Verse von Star Citizen. Und wenn er jetzt zum Beispiel sagt, so, oh ja, geil, größte, da will ich mal rein, zack, ja, dann geht er hier auf View All und dann seht ihr noch ein bisschen mehr Info, ja, hier, das sind, 18.301 Peoples, ja, die in dieser Organisation sind. So, und dann habt ihr hier oben noch ein bisschen, so könnt ihr das noch ein bisschen sortieren, hier, ne? Und was hier aber fehlt, ist zum Beispiel, was für mich wichtig ist, ich möchte eigentlich die deutschen Organisationen sehen. Ja? Ich würde später, wenn ich mit Leuten zusammenspiele, möchte ich gerne Deutsch sprechen.
Zumindest im größten Teil, ja. Wir werden ja im Verse später alle zusammengetrommelt. Es gibt ja ein großes Verse, wo alle Leute drin sind. Zumindest ist das der Plan. Und dann müssen wir so oder so irgendwann ich mit Englisch auseinandersetzen. Es ist auch kein Drama, ja, das geht alles. Aber wenn ich ja, mich ein bisschen entspannen will, dann brauche ich schon ein bisschen Deutsch. Ne? So, das können wir auf jeden Fall hier jetzt nicht filtern. Wir können zwar hier runtergehen und gucken, wann kommt die erste. Ja, dann sehen wir, das Kartell ist die erste, die hier aufpoppt. Ja, und dadurch, dass das hier nach Größe sortiert ist, sehen wir auch, dass das die größte deutsche Organisation ist. Ja, hier mit 2542 Mitgliedern. Ja, da gehe ich gleich noch genauer darauf ein, was das heißt hier Roleplay und so. Wir gehen aber erstmal ins Eins zurück, denn ich möchte euch zeigen, wie ihr das noch ein bisschen genauer filtern könnt. Wenn ihr auf List All geht, dann kommt ihr eigentlich auf die gleiche Seite, wo wir eben waren. Ne, kann ich euch kurz zeigen hier. Ne, zack, wieder. Das ist genau das gleiche. So. Und wenn ihr aber auf Find geht, dann könnt ihr ein bisschen hier in der Matrix ein bisschen besser sortieren. Und das erste, was ich mache, ist hier auf Arachnese schalten. Nein, natürlich nicht. Ich schalte auf Bambara. Was ist das überhaupt? Sind das wirklich Länder? Kann ich mir nicht vorstellen. Hier, Ewe. Ja, ist es ein Land? Verrückt. Egal. Wir schalten auf German. So. Und dann müssen wir noch auf Search machen hier oben und dann haben wir erstmal nur die deutschen Organisationen. Ja, und die sind auch jetzt nach Größe sortiert. Und dann können wir hier noch weiter filtern. Ja, wir können zum Beispiel sagen, ja, wir wollen hier die Hardcore-Spieler haben, ja, wie die hier. So, das heißt, die sind unterwegs und sagen was auf. Das ist hier kein Spiel, das ist bitterer Ernst, Freunde. Ja, hier wird auch nicht gelacht. Das ist hier, ne, ihr wisst schon. So, und Casual ist genau das Gegenteil. Aber Casual ist schon fast so ein bisschen so, ah, weißt du was, ist mir doch egal. So, ich fliege jetzt mal gegen den Asteroiden. Oh, lustig. So, das ist so casual. Ne? Und regular ist eigentlich so die goldene Mitte, wo ich sagen würde, so, ja, das ist, die nehmen das Spiel schon ernst, aber die haben Spaß an der ganzen Sache. Ne? Die werden natürlich auch Spaß haben. Ja, die auch. Ne? Ist ja alles immer eine Sache des Fokus. So. So, dann gibt es noch Roleplay. Das heißt so viel wie, dass es Spieler gibt, wie ich zum Beispiel auch einer bin, die geben ihrem Charakter so ein bisschen eine Story, ja. Die benutzen auch ihren Charakter, wie ich das zum Beispiel bei den Spaceport-Folgen mache. Da ist halt der Moderator und der moderiert und dann gibt es eine Überleitung und dann so, ja, das ist so Roleplay, als wenn man so eine kleine Geschichte, so einen kleinen Film dreht, ne? Und da gibt es halt Leute, die finden das cool und dann gibt es auch Leute, die finden das überhaupt nicht gut, ne? Die hassen das sozusagen. Die sagen so, ja, diese Scheiße, ich bin hier, ich bin auch kein People hier in einem Spiel. Das bin ich. Ich spiele das jetzt und will ballern und fertig. Ne? So, mir doch egal, ob das aussieht wie ein Film. So, ne? Also das ist das. So, dann gibt es halt noch kann man hier noch nach kleiner, mittlerer und größerer Organisationen kann man noch sortieren. Und man zum Beispiel sagt, ach, hier, ich will eigentlich in einer kleinen einsteigen, weil ich will Potenzial da noch mit reinbringen. Bei einer großen bin ich dann zwar nur ein bisschen kleiner Fisch. Gibt alles Vor- und Nachteile. Ja, bei der großen zum Beispiel, da hat man dann die Möglichkeit, sich zum Beispiel auch mal eine Heimat zu leihen, weil es gibt bestimmt einen, der eine hat, der ihm auch leiht. Ja, nicht nur eine. Es gibt Organisationen, da sind Leute, die haben schon 50 Hammerheads beispielsweise. Ja, genau. So, und dann gibt es hier noch verschiedene Organisationstypen. Es gibt halt einmal Organisationen. Ja, dann gibt es natürlich ein Syndikat. So, ja, hier sieht zum Beispiel auch, das ist ein Syndikat. Dann gibt es einen Club. Ja, so kann man auch nochmal unterteilen. Und dann gibt es noch die Activities, die man sich aussuchen kann. Und zum Beispiel sagt er, ich bin eigentlich nur in Bounty Hunting interessiert. Ja, dann spuckt er einen hier nur die Sachen aus, die Bounty Hunting machen. Genau. Recruiting ist, glaube ich, sowas wie, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube aber, das heißt so viel wie, dass man, wenn man da rein will, dann muss man. Ach nee, ich glaube, das heißt sowas wie, die nehmen noch Leute auf. Ja, hier nehmen alle noch Leute auf, hier, yes. Und wenn hier exklusiv steht, da muss man sich schon so ein bisschen bewerben. Ja, da kann man nicht so einfach so rein. Und irgendwo steht auch no, glaube ich. Ja, das heißt so viel wie, obwohl ich denke mal im Moment, ach doch, hier, ja. Die sind glücklich, wie sie sind, mit ihren 124 Leuten so, die wollen nicht mehr. Ja, so. Da kann man sich dann auch nicht mehr bewerben. Ja. Gut, dann gehen wir hier auch nochmal rein. So, dann zeige ich euch das hier nochmal so ein bisschen. Und ihr könnt natürlich eure eigene Organisation gründen. Völlig klar. Ja? So, das ist der letzte Punkt, da komme ich dann auch gleich nochmal zu. Aber lasst euch gesagt sein, das müsst ihr schon gut machen. Ja? Einfach zu sagen, ach hier, Organisation gründen, ich nenne das mal Pidi Popel, ja, und mache hier so einen kleinen grünen matschigen Ball hin.
und schreibt dann hin, hallo, Organisationen haben Spaß. Ja, Punkt. Und mehr macht man nicht. Dann wird man wahrscheinlich nie irgendwen finden, der da Bock drauf hat. Ja, also die Organisation zu machen, da muss schon so ein bisschen Köpfchen hinter sein. Das muss man so ein bisschen planen. Man muss auch wissen, wo man hin will. Das ist so ein bisschen wie so ein Unternehmen, wo man dann, wenn man sich jetzt ein Unternehmen gründet, möchte man ja auch, dass sich coole Leute bewerben. Ja, und um das zu tun, muss man natürlich auch was anbieten, was die cool finden. Ja, wo die sagen, ey Mensch, die, wie die das machen, das finde ich super. Ja, da habe ich Bock drauf. So, das hört sich richtig sympathisch an. So, und da bewerbe ich mich jetzt mal. So, ne, und das muss man hier natürlich auch machen. Und das ist wirklich viel Arbeit. Ja, das geht wirklich hier. Das Logo muss gestaltet werden. Das muss einigermaßen sinnvoll aussehen. Hier das Hintergrundbild, das haben die gestaltet. Ja, dann sehen wir hier, das ist eine Organisation, die ist, spielt regulär und auch Roleplay. Ja, da muss man auch gucken. Ja, finde ich auch super. Dann hier rechts auf der rechten Seite sieht man die Freelancing, ist so das Hauptthema, was sie machen möchten. Das bedeutet so viel wie, man kann Jobs allen möglicher Art annehmen. Illegal bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber ich glaube auch. Ich meine mal, das Kartell gehört zu haben, macht wirklich alles. Man kann sich in jede Richtung ausbilden. Ja? So, und als zweites ist Exploration natürlich auch noch ein Punkt. Ne? Das machen ziemlich viele. Das heißt so viel wie durchs Verse fliegen und Sachen entdecken. So. Dann, wenn wir hier runtergehen, dann sehen wir hier eine kleine Beschreibung. Und wenn wir noch ein bisschen weiter runtergehen, achso, hier könnt ihr übrigens joinen, ja, wenn ihr da Bock drauf habt, sagt ihr hier klick, ja, will ich dabei sein, so. Und wenn wir noch weiter runtergehen, dann sehen wir hier einmal den Reiter History, da steht so ein bisschen was über die Geschichte, ja, das ist, ja, mal mehr, mal weniger, die haben aber auch hier noch ein paar Links, auf die man klicken kann, die haben eine eigene Internetseite, ne, also die haben wirklich schon richtig Gas gegeben, aber nicht umsonst sind sie halt die größte Organisation. Ne, die bieten halt einfach viel an und haben eigentlich ihre Hausaufgaben schon gemacht. Das soll jetzt keine Werbung sein, ja, ich einfach nur hier Chapeau für die Arbeit, ne? Weil ich weiß selber aus persönlichen Erfahrungen, was das für eine Arbeit bedeutet, was man hier einstecken muss. So, dann haben wir hier noch ein Manifesto. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich gerade schon gesagt habe, was sie bieten, was sind die Ziele. Das muss man sich natürlich durchlesen, ob man da selber auch Bock drauf hat. Ja, man wird auch, wenn man dann einer Organisation beitritt, meistens, auch wenn es eine große ist, nicht allein gelassen. Man wird dann schon so ein bisschen an die Hand genommen. Man hat dann meistens schon einen Discord-Call mal mit ein oder zwei Leuten. Man hat Ausbildungsbereiche, wo man dann sagt, so hier, du musst eine Ausbildung machen, wir bringen dir Fliegen bei. Wir bringen dir Schießen bei, wir bringen dir Racing bei, wenn es dann ein Thema ist. Ja, das machen die schon alle recht gut. So. Ne? Und dann gibt es noch hier, was man beachten muss, um beizutreten. Ja, das muss man sich alles mal durchlesen. Und wenn man noch mal ein bisschen weiter runter geht, dann steht hier noch das Staffelsystem, also wie sich diese Orga aufbaut. Dann stehen hier noch die ganzen, und daran sieht man auch, dass die Jungs wirklich Gas gegeben haben, dass da auch Leute bei sind, die sich mit Grafiken auskennen, weil das sind alles selbstgebastelte Orden und Logos und Sticker und Symbole, ja. Und ihr seht schon, die sind hier im Kopfgeldbereich, sind die auf jeden Fall unterwegs, im Militärbereich, dann Archäologie, das ist wahrscheinlich der Exploration-Bereich, Transport, ja, da sind sie auch auf jeden Fall tätig. Ja, dann hier Freibeuterei, Piraterie, ja, auch, wie gesagt, wie ich schon vermutet habe, die sind wirklich in alle Bereiche, kann man da gehen. Ne? Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob er das will. Ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, nee, Piraterie lehne ich grundsätzlich ab. Oder ich möchte eigentlich was Militärisches machen, ich möchte das sogar bekämpfen. Dann ist das hier wahrscheinlich nicht das Richtige, weil man möchte ja nicht seine eigenen Leute letztendlich bekämpfen. Ne? So, und dann haben wir hier noch so Akademieabzeichen, wir haben noch, wie gesagt, sämtliche Badges und Abzeichen, die wurden hier gestaltet, richtig cool gemacht, ja, da gibt es noch ein kleines Video und wir können ja später dann auch sowieso unsere Logos und Abzeichen auch im Verse auf unseren Klamotten tragen oder auf den Schiffen zu sehen, sind die dann zu sehen, ja, das ist schon ziemlich cool, da bin ich mal gespannt. So, noch was, genau, ihr könnt hier auf Members gehen, dann seht ihr nochmal die Leute, die hier beigetreten sind. Dadurch, dass es jetzt ziemlich viele sind, könnt ihr hier unendlich nach unten scrollen, aber ihr könnt hier auch sortieren. Wenn ihr jetzt schon mal sagt, hier, ich möchte mal nach Rängen sortieren, ja, dann seht ihr, das sind die alles Piloten, das ist der niedrigste Rang. Ich möchte aber nicht nur Piloten sehen, ich möchte mal die höchsten sehen, ja, und das sind dann die haben einen vollen Rang und das sind, denke ich mal, auch die die Owner, also die CEOs, die das Ganze hier entwickelt haben, diese ganze Seite, das Kartell, bin ich ziemlich sicher, dass sie das sind. Ne? Ah ja, hier, Founder, ja, ja genau, das sind die. Ne? So, genau. Und das ist das ganze Geheimnis. Ihr könnt ja auch natürlich einen Namen suchen, ja, bei zwei ist das natürlich einfach jetzt, aber wenn ihr sagt, so, ich möchte jetzt aber alle sehen, ja, mal hier drauf, zack,
So, und ich möchte gucken, ob hier ein ganz bestimmter ein Kumpel ist. Dann könnt ihr den natürlich hier auch suchen. Ja, so. Genau, so viel zu der Organisation an sich, wie die Seite dann aufgebaut ist. Dann gehen wir nochmal zurück und gehen nochmal auf Create. So, und hier könnt ihr, und hier seht ihr auch schon, warum ich vorhin gesagt habe, man erkennt, dass sie noch kein eigenes Logo haben. Das ist erstmal so der Anfang. Diese Symbole, die muss man sich vorher aussuchen. Ja, erstmal muss man sich natürlich einen schönen Namen überlegen von der Organisation. Ja, dann bekommt man, glaube ich, automatisch eine Spektrum-ID. Sicher bin ich mir aber nicht. Warte mal, können wir was eintippen hier? Lü, keine Ahnung. Vielleicht muss man da auch seine ID eingeben. Ja? Und dann muss man sich erstmal so eine Hauptfarbe, so ein Haupterscheinungsbild für die Organisation aussuchen. Ja, guck mal hier, der war auch da vorhin, das war auch dann noch, hatten auch noch kein Logo. Ja. Dann muss man erstmal hier grundsätzlich auswählen, wissen, will man Casual, Regular, Hardcore spielen, damit man natürlich auch den Leuten, wie ich ja schon gesagt habe, zeigt, wo hier der Hase hängt. Ne? Und dann gibt es noch die Sprache natürlich, Roleplay, ja, nein. Ja, was man als erstes machen möchte, zum Beispiel Transport und als zweites beispielsweise, keine Ahnung, Schmuggeln, ja, dass man sagt, so Transportunternehmen bauen wir auf, aber wir schmuggeln damit unseren Schiffen auch, ne? So. Und dann macht man noch eine kurze Beschreibung. Das ist das, was hier oben in der kurzen, ne, dieses, was ihr gerade gesehen habt, ne? Und noch hier, ob das alles sichtbar ist, die Memberships oder nicht, ja. Und dann macht ihr Create Organization und dann habt ihr schon mal den ersten Schritt getan. Allerdings ist das noch nicht alles. Ja, ihr müsst dann natürlich viel mehr machen. Ihr müsst natürlich ein Logo entwickeln. Ihr müsst ein Hintergrundbild. Ihr müsst das ganze Erscheinungsbild nochmal überdenken. Ja, ihr müsst euch Geschichten ausdenken. Es ist wirklich, macht das erst, wenn ihr da wirklich einen Plan habt. Ja, wir selber von unserem Discord-Channel mit den Leuten haben auch eine Organisation gegründet, der Chaos und ich. Wir haben uns was überlegt. Wir sind auch noch ganz am Anfang. Wir haben erst bis jetzt erst ein Logo. Ja, das kann ich euch ja gleich nochmal zeigen. Ja, kann ich aber jetzt machen. So, ja, dann geht ihr hier, gehen wir nochmal auf Organization. So, dann könnt ihr das natürlich auch hier über Suche. Ja. Wie heißen Voltic? Das reicht wahrscheinlich schon. Ja, hier. Voltic Rain, das ist unsere Organisation. Ja. Zack, mal rein. Und ihr seht, wir haben bis jetzt nur unser Logo. Und das war's. Ne? Wir müssen ja natürlich noch viel mehr machen. Hier, das sind die Peoples, die bis jetzt dabei sind. Ne? Grüß euch, Jungs! So, und hier kommen wir ins Spektrum. So, ja. Da kommen wir natürlich auch anders rein. Machen wir hier weg. Will ich nicht. Ne? So, gehen wir nochmal zurück. Wollte ich euch auch noch zeigen hier über Communications Spektrum. Das ist praktisch das Forum von Star Citizen. Hier findet ihr alles an interessanten Sachen um das ganze Spiel. Die Leute diskutieren wirklich über sämtliche Geschichten. Ja, hier Bar Citizens, das sind da diese Geschichten in den Städten, wo man hingehen kann und sich mit Gleichgesinnten treffen kann. Ja, das ist ich glaube, in Deutschland ist das jetzt auch irgendwann in Berlin. Ja, ich glaube am 22. oder 20. Irgendwann ist das auf jeden Fall jetzt auch in Berlin. Ja, das ist echt ganz cool, glaube ich. Da kann man einfach hingehen und sagen, ey, ich bin auch ein Star Citizen Fan, hallo, ne? So, und wenn man sagt hier, Bar Citizen, das Thema interessiert mich, dann geht man darauf, setzt hier oben bei dem Stern einen kleinen Haken, würde ich gerade sagen, macht den einfach gelb und dann ist der hier bei Bookmarks, taucht der auf. Ja? Und wie ihr seht, hier sind immer auch wieder so gelbe Bubbles und das bedeutet so viel wie, dass ihr seht, da ist was Neues reingekommen. Ja? Wenn ihr dann hier reingeht, ist auch was Neues. Ja, wenn ihr hier reingeht, ist auch was Neues. So, jetzt sind die gelben Dinger weg und wenn jetzt wieder was Neues reinkommt, dann steht das da wieder. Ja, dann ist hier wieder der gelbe Bubbel. So könnt ihr so ein bisschen sehen. So, ah, okay, alles klar. So, dann haben wir hier noch unsere beiden Organisationen, in denen wir sind. Also ich bin in zwei Organisationen. Ja, das heißt auch, ihr könnt ruhig in mehreren Organisationen sein. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber die Organisation muss das natürlich auch zulassen. Es gibt welche, die sagen, pass auf, Kollege, wenn du in eine zweite gehst, fliegst du bei uns raus. Ja, ganz klar. So. Die haben da gewisse Regeln. Das hat auch seinen Grund. Oftmals ist es so, dass die sagen, wir bilden dich hier aus, wir investieren Zeit in dich, das kostet dich kein Geld, aber wir wollen Exklusivität. Ja, so. Ne? Andererseits denke ich denke mir natürlich, ja, ist nett, aber das ist hier immer noch mein Freizeitvergnügen und wenn ich irgendwie eine andere Organisation noch selbst gründen möchte, dann muss mir das ja erlaubt sein. Ja?
So, und ich habe das für mich so geregelt, die Palatine Uniteds, ne, grüßt euch, Freunde, ist, das sind so ein bisschen meine Brüder, meine Herkunft, da stammt der Charakter, also Sitko stammt daher, ja, das ist so meine Vergangenheit. Und Voltic Rain ist, das ist so mein Club, ja, so mein, das sind meine Leute, mit denen ich jetzt unterwegs bin und Geld verdiene und was aufbaue und so, ne? So, nichtsdestotrotz möchte ich natürlich auch ab und zu was mit meinen Palatine-Leuten machen, ja, das ist aber dann ein anderer Weg, so, den ich dann einschlage. Und so habe ich das so für mich erstmal so geregelt, ja, ob das in einem Jahr immer noch so ist, mal gucken, ne? So. Und ich sage mir immer so, wenn ich jetzt im Real Life in einem, sag ich mal, keine Ahnung, Tischtennisverein bin, ja, dann sagt der mir ja auch nicht, pass auf, wenn du jetzt in den Schachclub eintrittst, dann bist du bei uns raus. Ne? Gut, ich meine, der Tischtennisverein bringt mir jetzt keinen Schach bei, ne? Aber trotzdem, so ungefähr, denke ich mir, das muss schon passen. Ne? Letztendlich muss man das aber überlegen, es macht jetzt keinen Sinn, in 5 Orgas zu gehen, weil letztendlich kann man sich ja nicht 5 teilen. Ja? Man möchte ja auch was da aufbauen und machen. Und ich glaube, selbst 3 sind schon grenzwertig. Ja? Vielleicht sind 2 auch schon grenzwertig. Mal gucken. Also ich kriege es jetzt schon kaum noch zeitlich hin, in beiden Organs gleichzeitig irgendwas zu machen. Das ist wirklich, ne? Ist nicht so einfach. So, jetzt sehen wir hier zum Beispiel, ist wieder ein gelber Punkt da. Das heißt, hier ist wieder was Neues dazugekommen. Ja? Hat einer geschrieben, Leute, solange die im 13. Jahrhundert erstmal nicht wissen, was sie gar nicht werden. Ne? So, genau. Und hier unten haben wir noch Private Messages. Ja, da habe ich dem WD5059 eine E-Mail geschrieben oder beziehungsweise eine Nachricht hinterlassen. Der hat mir nämlich eine 10 € Giftcard gespendet. Ja, vielen Dank dafür an der Stelle nochmal, falls sich das noch nicht erreicht hat. Das kann nämlich sein, weil wenn ich ihm hier eine Nachricht schreibe und er hat das nicht auf dem Schirm, dass ich ihm die hier schreibe, dann bekommt er da auch keine Nachricht. Ja, das ist leider hier im Moment so, dass wenn ihr hier Nachrichten versendet im Spektrum, dann muss derjenige ab und zu hier reingucken und gucken, ob er Nachrichten hat. Ja, das ist so wie, dass man zum Briefkasten geht und da reinguckt, ob man Post bekommen hat. Ja, das ist nicht so, dass der Postbote klingelt und sagt, hier, Brief im Briefkasten. Ne? Das ist wirklich ein bisschen doof. Also man bekommt keine E-Mail oder irgendwie eine Nachricht aufs Mobiglas. Ja? Und ja, ne, so ist das. So, und hier auf dem Reiter, wie gesagt, könnt ihr euch hier nochmal durchgucken, könnt ihr sagen, hier, das Deutsch interessiert mich, ja, das interessiert mich, das interessiert mich. Da gibt es auf jeden Fall eine Menge zu lesen. Und ja, so viel zum Spektrum. Und so viel zu der Seite robotspaceindustries.com. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, es war das ein oder andere Interessante für euch dabei. Wenn ich was vergessen habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ich nochmal genauer auf etwas eingehen soll, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Dann mache ich das natürlich. Ne? Und ich habe auch überlegt, wohl da bin ich immer so am Hin und Her überlegen, ob ich das wirklich machen soll, wenn was Neues rauskommt, wie zum Beispiel jetzt dieses Customization Tool oder es gibt ein Update von der Roadmap oder es gibt sonst irgendwelche News, soll ich euch das dann zeigen oder sagt ihr, nee, komm, lass mal, das machen andere auch, das machen andere sogar besser als du wahrscheinlich, lass mal stecken, mach mal weitere, dann Let's Plays, das passt. Ja, ich weiß ja nicht, ich denke mir halt immer so, der zum Beispiel der AstroSam, ja, der Scooper zum Beispiel, die Crash Academy, auch der Knusper, ja, die machen das alles schon ziemlich gut. Und die machen das auch relativ aktuell und ich will jetzt auch nicht der Fünfte sein, der das auch noch macht. Ja? Deswegen, aber schreibt es mir mal rein. Ja? Vielleicht sagt ihr auch, doch, nee, das ist, kann man nicht oft genug machen, weil es gibt ja immer Sachen, die andere dann vergessen, macht das mal trotzdem, dann mache ich das natürlich. Ne? So. So viel zur Seite. Macht es gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.